Hallo und herzlich willkommen hier am Freitag zu Transport Fever auf MikeWoHazard TV mit mir, dem Ice Dragon. Wir können uns mal kurz die Raffinerie anschauen. Die hat hier schon lange ihre maximale Produktion erreicht mit 1600. So viel produziert sie aktuell aber nicht, aber Potenzial, ihr seht, bei Rohöl über 1000. Da ist enorme Kapazitäten vorhanden, ne? Also könnten auch noch Rohöl, also hier Öl produzieren. Das bräuchten wir denn für Plastik zum Beispiel. Das wäre hier hinten zum Beispiel. Da können wir auch Getreide nehmen für oder für Plastik. Also müssen wir nicht Öl nehmen. Da können wir Bioplastik herstellen quasi. So, er hat nichts mehr auf Lager hier. Alles schon weg. Versuchen wir Bretter anzuliefern. Ja, wir kümmern uns drum, dass das hier läuft, was aber gar nicht so einfach ist, weil die Bretterzüge so wahnsinnig langsam sind. Die müssen wir unbedingt austauschen, das geht hier nicht. Das geht so nett. Da müssen wir was gegen tun. Er möchte mehr Bretter abtransportiert sehen. Da kümmern wir uns doch drum. So, du bist hier, du bist da, du bist weg, würde ich mal sagen. So. Ja, Personenzüge müssen wir auch was machen. Da kommen gar nicht hinterher, gerade mit Zügen austauschen, ihr merkt es. Bin hier nur am Modernisieren. Lokomotiven. Ah, ich will nicht immer Diesel fahren. Ne? Ich bin nicht so der Dieselfreund. Ich bin halt umweltfreundlicher Mensch. Und ja, aber dieses teure Ding nochmal. Riesige Monster hier für die Bretter. Kaufen wir das Monster nochmal für die Bretter. Wir kaufen es nochmal. Jetzt einen modernen Bretterzug hier haben. So, Güter, Bretter, so. 1, 2, 3, kein Geld. Da zählt man einfach schön weiter, dann geht's nicht, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, geht wieder nicht. Keine Kohle hier. So, hat er, wie viele Waggons hat er jetzt? Das sehe ich am besten hier. 9 Waggons hat er jetzt. Jetzt hat er 10 Waggons. So, das muss aber reichen. Das sind jetzt 180 Tonnen, die er kann. Also sollte reichen. So, du gehst bitte jetzt auf die Bretterlinie. Jetzt werden wir hier den einen oder anderen Zug nämlich jetzt runternehmen von den Brettern. Die stauen sich hier schon. Das macht ja auch keinen Sinn, wenn die sich hier häufen einfach nur. Da werden wir jetzt mal ein bisschen moderner rangehen. Schneller wieder werden hier. Nehmen wir die Diesel. Die Düsen sind glaube ich sogar neuer hier. Weiß nicht, ob die neuer sind sogar. Aber das war die Stahllieferung wieder. Der Zug macht auch Geld, wie ihr seht. Nicht gerade wenig. Eine Lieferung 6,7 Millionen. Ja, oder zwei Lieferungen sind das, glaube ich. Und ich will jetzt einen Bretterzug nach dem anderen hier rausnehmen. Wir sind ja schon drei und der vierte ist hier hinten. Der dürfte noch mal holen quasi. Da werden Maschinen und Werkzeuge nach New York gefahren. Wunderbar. Mal gucken, ob ich das auch alles wegkriege. Ansonsten muss ich hier halt das auch noch. Die Werkzeuge kriege ich schon gar nicht mehr weg. Da muss ich den Zug dann noch verlängern wahrscheinlich. Er schafft das nicht. Hier gehen Maschinen. Hier gehen nur Werkzeuge, ne? Fährt ja auch Maschinen. Ach, jetzt ist er nach Yonkers. Ich wollte gerade sagen, Maschinen und Werkzeuge nach Yonkers. Maschinen. Sollten die Maschinen nicht eigentlich hier hingehen? Na gut. Oder gehen sie wahrscheinlich auch hin, weil das Gewerbegebiet ist ja hier ein bisschen verstreut. Na, der tut ja auch einen Teil des Gewerbegebiets noch mit. Mitnehmen. Nicht, dass die das hier mit dem LKWs hier so extrem doof verteilen. Wir haben hier auf andere Richtung nämlich lieber, wenn er das über den anderen Zug fährt. Also über den hier, glaube ich, nach. Ne, der fährt nach New York. Ja, wir haben hier so viele verzwickte Züge. Also das ist. Ich blick gar nicht mehr durch hier langsam, merkt er schon, ne? Güterbahnhof New York. Der Zug muss irgendwie getauscht werden auch. Ja, ich sage mal, es muss unbedingt getauscht werden, aber es ist organisatorisch immer gar nicht so schnell zu regeln.
So, na, verkeilen sie sich jetzt? Also dazu kommt hier nicht rüber, weil er zu lang ist. Der andere. Machen wir das Gleis frei. Achso, der muss erstmal rausfahren. Genau. Ja, die beiden stehen jetzt schon niedrig im Weg hier, wie ihr seht. Und nicht gegenseitig, aber der Tankzug hier ewig lange, jetzt steht den im Weg. Aber jetzt geht's ja weiter. Gut. Und halt ein bisschen aufpassen, ne, dass man nicht zu sehr im Weg steht. So, der Zug nach Yonkers schafft nicht mehr den Treibstoff abzutransportieren. Da müssen wir also dann mal gegenhalten. Der musste mal verlängert werden. Achso, wir wollten die Züge hier ins Depot schicken. Wollte ich wieder vergesse. So, ab ins Depot mit dir. Du wartest mal bitte. Du musst mal warten. Solange der Stahlzug nicht kommt, kann er das auch tun. Ich will jetzt die Bretterzüge hier raushauen, damit der hier auch die Strecke frei machen kann hier oben. Weil der blockiert jetzt schon meinen Tankzug hier nach New York. Ach ja, ihr seht, das dauert hier alles, bis die hier rein und rauskommen, die Züge. Meine Güte. Mach hin hier, Haupt, zack, zack, Bewegung. Bisschen Dalli das Ganze hier. Ja, der Treibstoff nach New York ist immer noch ein Riesenproblem, da müssen wir immer den gegenhalten. Mit Rohöl, das klappt einigermaßen. Aber der Treibstoff ist ein Problem. So, ab ins Depot mit dir. Zisch ab, hier stehen schon die ganzen Züge, weil sie nicht mehr vorwärts kommen. Guckt euch diese Fahrgeschwindigkeit an. Ich meine, da ist dieses Problem mit dem Gleisbogen, dass das da recht eng ist und er deswegen nicht so schnell fahren kann. Das ist das Problem, ne? Und wir könnten hier mal umbauen. Bisschen gerader raus hier ran, dann vielleicht nicht ganz so spitz dann alles. Und vielleicht der Bahnhof ein bisschen schneller befahrbar, aber... So, jetzt wirst du allerdings warten. Jetzt wirst du warten. Ein bisschen manuell ein bisschen sortieren hier das Ganze. Der andere Zug kommt schon vorbei, das ist schon mal schön. Der Stahlzug auch schon da? Nein. Ja, der wird bald kommen, denke ich. Denke ich mir mal so. Das Öl. Naja, so bald kommt er nicht, okay. Weil ich habe ihn übersehen, kann natürlich auch sein. Nein, der ist gerade mal hier. Der holt gerade mal Stahl ab. Wo sehr viel Stahl noch übrig bleibt sogar. Wenn ich richtig sehe. Obwohl, noch geht. Na dann, zisch mal wieder ab mit dem Stahl. Ja, Schlacke wird immer noch nicht so viel dran hergestellt, glaube ich. Weiß nicht, wie viel hat der hier? 16 Tonnen, na gut. Gut, aber hat auch einen deutlich kürzeren Fahrweg, ne? Also. Aber er will mehr Schlacke haben. Ja klar, will er mehr Schlacke haben. Wo soll ich die denn hernehmen, Junge? Wenn der nicht mehr macht. So, der... Was ist das hier? Kohle? Ja, Kohlezug ist auch fast schon im Plus. Nicht mehr so viel Minus auf jeden Fall. So, wir müssen auch das hier hinten im Auge behalten mit den Bretterzügen, dass die hier auch mal erledigt werden. Mal weiter hier, du kannst reinfahren. Hab ich die schon ins Depot geschickt? Nein, aber jetzt. Fahr mal gerade rüber, genau, bis auf der runter von der Strecke hier. Ja, mal loswerden die ganzen Züge. Es häuft sich hier natürlich die Bretter an, ne, die ich dann nicht mehr wegkriege am Ende. Obwohl, er kann, wie viel kann er? 180, ja, das soll er schaffen. Das sollte er hinkriegen. Wie viel Geld haben wir denn schon wieder abgezahlt? Naja. Ich würde gern was an den Personenzügen ändern. Oh Gott, guck dir das hinten an. Der kriegt die Bretter nicht, der kriegt die Baumstämme nicht weg.
Da muss ein zweiter Zug drauf. Da ist ja bloß einer drauf jetzt. Das macht ja nur der eine hier. Das kriegt er da nie und nimmer weg. Da muss ein zweiter Zug drauf. Ihr seht, ich brauche hier ständig mehr Züge, um das alles abtransportieren zu können noch. Der sagt jetzt schon mehr Bretter, sagt er noch, ja, weil er noch im Lager was hat. Baumstämme, aber... Na, hier müssen wir uns jetzt echt ranhalten, dass wir das hinkriegen. Da ist Baumaterial für New York, guck mal, 73 Tonnen. Yeah. Da freut sich New York drüber. Da kann New York ein bisschen weiter wachsen jetzt wieder. Ja, bei Maschinen ist immer noch relativ schwach, aber immerhin wird jetzt alles schon mal so ein bisschen geliefert bei den Arbeitsplätzen. Alles ein bisschen. Ja, Werkzeug ist immer noch sehr Mangelware, aber werden wir uns auch drum kümmern, denke ich. Könnte daran liegen, dass der Zug einfach schrecklich ist, der da hinfährt. Der kleine Mini-Zug hier. Die hält ja alles auf quasi. So, wo ist der letzte Bretterzug? Er lädt gerade ab. Gut. Dann schicken wir die jetzt nämlich direkt ins Depot und dann haben wir die alle raus. Endlich. Kleinen, hier die kleinen Bretterzüge zumindest sind alle weg. So, fertig abgeladen, ab ins Depot. Kusch dich! Achso, da war jetzt der Zug nach Yonkers im Weg. Wieder Maschinen und Werkzeuge transportiert. Also da können wir einen Teil Maschinen sogar mitnehmen noch, seht ihr, obwohl er eigentlich die Maschinen dann später hierhin liefern soll. Das wird er auch später machen, aber hier haben wir noch keinen Zug fahren, glaube ich, ne? Dahin. Ne, da haben wir keine Linie für gemacht. Sonst könnten wir das Potenzial der Werkzeugfabrik natürlich noch weiter erhöhen. Also aktuell laufen die natürlich hier mit Umwegen. Wer transportiert das denn, glaube ich, Werkzeug, weiß nicht, ist das da mit drin, gegenseitig hier mit rüber und dann wird das hier rüber und die fahren das hier zickzack, das Zeug quasi und naja. So, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir vor geraumer Zeit neue LKWs bekommen, die Peterbilt, die große, neue Zugmaschine. Da sollten wir vielleicht mal die LKWs jetzt austauschen, modernisieren hier wieder. Die müssen wir gleich mal verkaufen hier, weil die alle da sind. So, Gewerbe Yonkers, da machen wir jetzt nämlich den Fahrzeugersatz austauschen. So, da gibt es jetzt nämlich die große Peterbilt. Guck mal, die kann nämlich 19 Tonnen befördern. Und transportiert auch alles, was geht. 80 km/h kann sie, also ist wahnsinnig schnell unterwegs. Kostet natürlich ein bisschen mehr, ne? Hat auch hohe Unterhaltskosten, aber kann deutlich mehr befördern. 10 Tonnen mehr, als die wir vorher hatten. Und wir werden jetzt überall diese Fahrzeuge draufsetzen. Und los geht's. So, Gewerbe Yonkers haben wir, Gewerbe New York, wenn wir die einen nach dem anderen hier umswitchen, haben wir so ein paar Linien da, die wir hier jetzt ändern müssen wieder. Und die gucken wir uns natürlich auch mal an, wenn die ersten davon irgendwo auftauchen. So, die haben wir. Wo haben wir noch LKWs fahren? Das waren schon alle, mehr haben wir nicht, na gut. Ja, ihr seht, können wir mal gucken, wo wir die Züge noch haben. Wir haben überall diese Elektrolok, außer hier. Der muss noch getauscht werden, definitiv. Der Rest der Züge, ja klar, hier die ein paar andere Sachen, ein paar Güterzüge, Personenzüge. Sind auch ein bisschen alt schon teilweise. 10 Millionen haben wir schon wieder. Gut. So, gut, dann werden wir uns, ich denke, in der nächsten Woche mal ein bisschen darum kümmern, hier die Personenzüge zu modernisieren, das geht ja hier auch gar nicht mehr, und natürlich den einen Güterzug für New York. Da werden wir aber vorher noch den Güterbahnhof hier oben umbauen, bevor wir hier gar keinen Platz mehr haben, weil alles schon verbaut ist. Denn New York wächst auch weiter. Wir müssen hier mal auch mal gucken, ob wir vielleicht die ein oder andere ÖPNV-Linie nochmal einrichten. Und sollen wir mal schauen. Gewerbegebiet wächst hier hinten massiv, also Industriegebiet meine ich. Hier hinten, die ganze Ecke hier.
alles Industriegebiet. Das bisschen hier oben ist, können wir vergessen. Das hier ist alles Industriegebiet hier oben. Schon recht groß in New York. Da müssen wir uns ranhalten. Gut, wir haben fast die Schulden weg und dann können wir wieder hier in Ruhe bauen dann anschließend. Ja, Bretter, Baumstämme, da müssen wir unbedingt hier was tun. Hat auch schon die maximale Produktion erreicht, der Holzfäller hier hinten, 1600. Da müssen wir unbedingt noch mindestens einen zweiten Zug einsetzen, wenn nicht sogar noch einen dritten, aber erstmal müsste ein zweiter reichen. Der Ölzug müsste langsam mal wieder kommen, weil ich sehe schon, hier ist wieder viel Öl rum. Ja, hier lagert sich alles mögliche, guckt euch das an hier, Rohöl, Maschinen, Treibstoff, Werkzeuge, wird alles hier eingelagert in dem Bahnhof. Aber es läuft. Clarksville ist auch schon gut gewachsen. Da kann man dann auch irgendwann noch anfangen, vielleicht Güter zu liefern. Jetzt bei 920 Einwohnern schon, das ist so hoch geschossen die Stadt, ne? Also wirklich. Nur durch den Personenverkehr. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn, wirklich. Unglaublich. Ja, in der nächsten Woche werden wir uns dann ein bisschen darum kümmern, ein paar Züge noch auszutauschen, gerade für den ÖPNV ein bisschen was zu erweitern, Personenverkehr wieder Züge auch auszutauschen, Züge noch zu ergänzen, also einen weiteren Stahlzug zu platzieren, also fahren zu lassen, einen weiteren Zug für die Baumstämme fahren zu lassen, Bretterzug, der eine schafft das aktuell, ansonsten können wir natürlich auch noch verlängern, aber ja, der Rest schafft aktuell glaube ich alles. Nur bei Personen müssen wir noch ein bisschen nachhalten, da reicht das noch nicht aus. Gut, aber da werden wir uns dann mal gucken, diesen Intercity hier, den dann mal bauen für Frisco und Yonkers, kaufen, so nicht bauen, den hier, den Metroliner, entweder den als Fertigzug kaufen oder als Lokomotive mit entsprechenden, aber müssen wir mal gucken, welche Lok wir da einsetzen können, weil die hat recht wenig Zugkraft wieder und ja, müssen wir mal gucken, die vielleicht. Dann mit den entsprechenden Waggons dazu. Aber da müssen wir mal schauen. Gut. Bedanke mich, dass ihr diese Woche wieder fleißig dabei wart und würde mich natürlich freuen, euch in der nächsten Woche hier auch wieder begrüßen zu dürfen. Und wir beenden das Bild einfach mal hier mit einem Blick auf den Bahnhof von New York City mit den Hochhäusern direkt daneben. Ich hoffe, die beschweren sich nicht wegen dem Lärm hier von den Zügen. Haben sie Pech gehabt, wenn es ihnen zu laut ist, ja. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr hattet Spaß und würde mich freuen, euch wieder am Montag wieder begrüßen zu dürfen. Und verbleibe und wünsche euch noch ein schönes Wochenende und sage ciao, tschüss und bis Montag. Tschüss.